Die Laudatio bei der Feierstunde wird am Sonntag Ministerpräsident Wulff halten. Die Computerwelt schaut in diesen Tagen auf Hannover. Auf der CeBIT stellen die Fachhändler ihre neuesten Entwicklungen vor. Und ein Bereich, der in den vergangenen Jahren zunehmende Beachtung gefunden hat, ist der der Computerspiele. Der Markt für Computer- und Videospiele wächst. Gut 1 Milliarde Euro haben Deutsche im vergangenen Jahr für Unterhaltungssoftware ausgegeben. Von Denk- oder Rollenspielen über Lernsoftware bis hin zu Action- und Abenteuerspielen. Und bei denen wird die Kritik laut. Immerhin 4% der 2006 geprüften Spiele sind in Deutschland nicht für Jugendliche zugelassen, 2% sogar komplett verboten. Der Grund: die Spieler müssen Gewalt gegen Menschen anwenden. Kritiker bezeichnen Counter-Strike auch als Killerspiel, das die Aggressionsbereitschaft der Spieler im realen Leben erhöhen könnte. Für Spieler hingegen zählt meist ausschließlich die sportliche Herausforderung. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK hat das populäre Spiel Counter-Strike bereits ab 16 freigegeben. Und es sind Spiele wie Counter-Strike, die immer wieder in die öffentliche Diskussion rücken. Denn die amoklaufenden Jugendlichen in Emstetten oder Erfurt, sie alle ballerten erst auf dem PC, bevor sie auch in echt abdrückten. Für die einen verleiten die Spiele zu Gewalttaten, für andere ist es nur ein harmloser Zeitvertreib. Letztere spielen sogar in Ligen und Clubs zusammen, wie bei einem Sportverein, weshalb das Ganze auch E-Sports, also Electronic Sport, genannt wird. Frank Bebenroth hat auf der CeBIT die Besten ihrer Zunft getroffen. An der Tür! An der Tür! Counter-Strike erhitzt und erregt. Spieler, Fans, Firmen, Kritiker, es ist ein Millionengeschäft mit vielen Facetten. Da wären die Spieler hier die besten Teams Europas. Sie suchen in dieser Woche ihren Champion auf der CeBIT, spielen um 160.000 Euro. Alles Halbprofis mit Sponsoren und Verträgen, Künstlernamen und klaren Positionen. Wenn man joggen geht oder wenn man auch Schach spielt, das ist ja auch Sport. Sport ist Wettbewerb und das ist ja bei Counter-Strike so. Man muss spielen, man muss trainieren, man muss sich absprechen, man muss viel Zeit investieren, um wirklich hoch spielen zu können. Und deswegen ist es Sport. Counter-Strike ist mehr als ein Computerspiel. Eine Show für die Fans, ein Riesengeschäft für die Firmen. Über 50% der sogenannten E-Sportler in Europa ballern in ihrer Freizeit. Die Übertragung der Wettkämpfe ein Happening. Counter-Strike ein modernes Bildschirmhobby. Früher nannte man das Räuber und Gendarm. Es gibt die Guten und die Bösen. Es geht um Taktik, Geschwindigkeit. Und es ist einfach heruntergebrochen. Also sozusagen das Essentielle des Sports findet sich in diesem Spiel gut umgesetzt wieder. Also es ist einfach ein sehr gutes Good Game. Es gibt genügend, die das anders sehen. Kritiker, Land auf, Land ab, Niedersachsens Sozialministerin vorneweg. Sie warnt, einsame Jugendliche vor Flachbildschirmen könnten ihre soziale Kompetenz verlieren. Über weitere Verbote wird nachgedacht. Was kann man in diesem Bereich verbessern? Einmal verbessern in dem Bereich USK, sind alle Spiele, die eingeschätzt sind, so richtig eingeschätzt? Oder muss man hier vielleicht zu Verschärfungen kommen? Müssen wir das Strafrecht verschärfen? Stichwort Jugendschutz. Counter-Strike wird auf der CeBIT nur hinter geschlossenen Vorhängen gespielt. CS, wie Counter-Strike in der Szene heißt, ist hier Ausdruck von Zeitgeist und womöglich fester Bestandteil der heutigen Jugendkultur. Also wenn ein Kind wirklich durch CS irgendwie manipuliert wird, dann liegt es nicht an Counter-Strike, das ist dann der Tropfen, der das Fass zum Überlauf bringt. Aber es liegt nicht nur an CS, das liegt an sozialen Dingen, an der Schule, an den Lehrern, die halt eine große Verantwortung haben. Aber CS ist halt im Grunde nur ein ganz, ganz kleiner Teil, der eventuell dazu beitragen könnte. Fest steht, Counter-Strike ist nichts für schwache Nerven, ob man es mag oder auch nicht.